Ein Problem kriege ich halt wirklich dann, wenn er jetzt plötzlich anfängt, Kanonen zu kaufen und Türme zu bauen. Ich persönlich gehe eigentlich davon aus, dass er gar nicht genug Kapazitäten für sowas hat, weil er auch so wenig Leute hat, aber man weiß es halt nicht. Eure Werft hat ein Schiff fertiggestellt. So, dann fahr doch mal da hoch. Du kannst auch mal dahin fahren. So, wir würden mal gerne gucken, wie entwickelt sich der Tabak. Nicht ganz so gut. Super. Haben wir hier die Kanonen auch wieder aufgebaut? Dann würde ich dich doch mal wieder hier runterfahren. Eine Einheit wurde ausgebildet. Sehr schön. Dann kann die mal dahin. Okay, das wäre Seagull. Und der könnte eigentlich nach Hause. Der könnte sich nämlich auch mal Kanonen holen. Und Werkzeug und Holz und Steine. Aber erstmal sollte ich die Kanonen bestücken, sonst passt das Werkzeug, das Holz und die Steine nicht mehr rein. So, da ist die Frage, was will ich denn vernichten? Als erstes die Betriebe, ne? Also eigentlich als erstes das Schiff. Ich habe ein bisschen Bammer, muss ich sagen, weil normalerweise mache ich halt immer diese volle Masse und drauf los. Zwei. Okay, das braucht noch ein bisschen. Stoff ist okay, Gewürze ist okay, Ding ist okay, aber Tabak ist nicht so okay. Da, 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 da. So, da muss man sich eigentlich fast mal überlegen, ob man vielleicht nicht mal ein Schiff baut, um nicht nochmal ein Schiff baut, damit es schneller geht mit dem Tabak. Aber das Problem ist ja, dass weniger produziert wird als verarbeitet. Neue Einheiten sind bereit. So.
Dann bitte aufs Schiff. Dann würde ich Spielstand speichern. Gespeichert. Dann würden wir mal gucken, wo ist denn die Seagull? Da. Ja. Also eigentlich könnte ich hier die Steine schon mal 50 Tonnen einladen. Holz könnte ich eigentlich auch schon mal 50 Tonnen einladen. Werkzeug auch, aber ich möchte eigentlich momentan kein Werkzeug nachkaufen müssen. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Hier sind wir bei 3 Tonnen. Wie gesagt, ein Problem habe ich wirklich, wenn er irgendwann mal schließt, dann Türme aufzubauen. Dann habe ich echt ein Problem. Wenn er das beschließen sollte, oder wenn er die Möglichkeit hätte, Türme zu bauen, dann habe ich echt ein Problem mit der Übernahme dieser Insel. Aber der hält sich so instabil. Also eigentlich so stabil unten, dass ich eigentlich fast glaube, dass wenn ich den auch nur ein bisschen angreife, dass der ziemlich schnell platt ist. Also eine Tonne hätte ich schon gern noch. So. Da. Na komm schon, ein Tönchen, ein kleines. Eine Einheit wurde ausgebildet. Super, also der ist auf jeden Fall schon mal fertig. Kann der auch aufs Schiff? Der hier kann noch ein Tönchen, Kanönchen, ein Löchchen. Da. Na komm hier rein. Super. Nein. Zurück bitte. Den wollte ich haben. Zurück. So. Und dann können wir jetzt hier auf Werkzeug gehen und auch sagen, Fam. Famous. So, das Einzige, was jetzt halt passieren kann, ist, also, du bist voll mit deinen drei Schiffen, das heißt, du kannst auch dahin. Du bist voll, du kannst auch dahin. Okay, die würde ich jetzt gerne erstmal noch lassen. So, ich hoffe, er hat keine Kanonen. Ich hoffe, er kann keine Türme bauen. Ich hoffe das einfach sehr. So, aber er hat nur 212 Dinge. Ab wann kann man denn Wachtürme bauen? Das wäre auch mal eine interessante Frage.
Ab wann man einen Wachturm bauen kann. So, Kanonengießerei hat er nicht. Kanonen hat er auch nicht gekauft bisher. Ich habe jetzt nochmal kurz nachgeguckt, ab wann man einen Wachturm bauen kann. Theoretisch ab 200 Siedler. Er hat theoretisch meiner Meinung nach gar keine 200 Siedler. Das heißt, er dürfte den Spaß auch gar nicht bauen können. Ich gehe nochmal kurz zu mir. Ich habe jetzt zwar nicht unbedingt mehr Siedler als er. Aber ich habe ja schon so ein paar Häuschen. Wie gesagt, er hat ja 212. Wenn man rechnet, dass pro Betrieb ja auch noch ein oder zwei Leute drin sind, dann hat er definitiv keine 200 Siedler. Das heißt, er kann keine Kanonentürme bauen. Das heißt, der Mensch ist mir ausgeliefert. Das heißt, ich bin happy. Ich bin so happy. Happy, happy. Okay. Dann würde ich jetzt nochmal kurz speichern. Spielstand gespeichert. Ich würde mir nochmal kurz auf meine Kappe schauen und dann würde ich kurz hier nochmal die Tabakmanufaktur anschmeißen. Und dann würde ich hier nochmal sagen, wir speichern nochmal. Unter Krieg. Spielstand gespeichert. Und dann flitzen wir mal mit dem Schiffen hier hoch. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Das war eine bewusste Entscheidung, mein Freund. Das war eine sehr bewusste Entscheidung. Eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. So, wo ist er denn? Da ist er. Okay, die beiden sind schneller. Das heißt, das ist jetzt die Überlegung, ob ich vielleicht sage, erst Soldaten entladen. Und dann bauen oder erst bauen und dann Soldaten entladen. So. Eigentlich erst bauen und dann Soldaten entladen. Weil wenn ich Soldaten entlade und dann baue, dann sind sie mir im Weg. So, da könnte ich. Unter Androhung von Krieg verweigert euer Gegner eine Niederlassung. So, Schiffe. Wunderbar. Okay. Steuerung 1. Ihn angreifen. So, kann ich euch nehmen. Steuerung 2. Okay. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Wunderbar. Dann würde ich euch nehmen und jetzt sagen, ihr. Ah, okay. Das wäre jetzt wieder super genial gewesen.
Das ist genau das, was ich gemeint habe mit diesen Kanonieren. Wenn wir Pech haben, stehen sie sich wieder gegenseitig im Weg.